Hey, ja, wie startet man jetzt mit Affiliate Marketing, wenn man noch keine Reichweite hat? Da will ich euch jetzt einfach mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Wenn wir uns jetzt unseren Affiliate-Link holen, zum Beispiel von Digistore und noch keine eigene Reichweite haben, dann starten wir halt damit, dass wir erstmal zu Leuten gehen, die schon eine Reichweite haben. Und da will ich euch jetzt mal zwei Wege zeigen, die für mich mit am einfachsten geklappt haben. Und das sind erstens Facebook-Gruppen und zweitens Shoutouts, entweder kostenlose oder bezahlte. So starten wir ohne eigene Reichweite, bauen uns aber langfristig eben eine auf. Weil gutes Geld habe ich nicht verdient, als ich Affiliate-Links direkt in Facebook-Gruppen gepostet habe, sondern erst als ich mein Freebie in den Facebook-Gruppen verschenkt habe und somit eben E-Mail-Adressen eingesammelt habe und danach E-Mail-Marketing gemacht habe. Ja, wie ich so ein Freebie erstelle, das habe ich euch auch in diesem Video hier gezeigt, eben kostenlos über Canva, eben so eine kleine PDF zu meinem Thema und wie ich das dann auch auf einer kleinen Landingpage anbiete und dann eben auch mit den E-Mails, E-Mail-Marketing hinten raus, ja, die Affiliate-Provision verdiene. Das mache ich ja mit Funnel Cockpit, kann man aber auch kostenlos mit System.io sehr gut starten. Findet ihr ja auch in meiner Videobeschreibung in der Toolbox verlinkt. Ja, und wie ich dann mein Freebie über Facebook-Gruppen verschenke, das habe ich euch mal in diesem Video hier gezeigt. Also wie ich aktive Gruppen zu meinem Thema finde, ganz schnell einen Post erstelle, über den sich ja Leute mein Freebie holen, sich bei mir mit ihrer E-Mail-Adresse eintragen und ich dann E-Mail-Marketing machen kann. Wenn ihr das alles mit dem E-Mail-Affiliate-Marketing und Facebook-Gruppen nochmal zusammengefasst haben wollt, dann ladet euch kostenlos über den ersten Link in der Videobeschreibung meine 246 Euro am Tag-Methode runter, damit ihr das, was mir am meisten Provision bringt, noch besser nachmachen könnt. Der zweite Weg sind die Shoutouts. Für die kostenlose Variante suche ich mir da Leute in meinem Thema raus, die eine ähnlich große E-Mail-Liste oder einen ähnlich großen YouTube-Kanal wie ich haben, sodass wir dann da unser Freebie gegenseitig verschenken. Als ich ja noch ziemlich am Anfang stand, hat mir das gut und gern mal 10 bis 20 neue E-Mail-Eintragungen gebracht und als ich größer war, dann auch mal 100. Ja, falls ihr das mit den Shoutouts nochmal Schritt für Schritt als Textanleitung lesen wollt, findet ihr das auch in meiner 246 Euro am Tag Methode. Ja, und nach dem E-Mail-Marketing ist ja das, womit ich am zweitmeisten Provision verdiene, mein YouTube-Kanal. Und wie ich das mache mit eben Anleitungsvideos und Erfahrungsvideos auf meinem Kanal, das zeige ich euch ja hier in diesem Video, wie ich die da erstelle und wie ich dann da auch die Produkte empfehle. Ja, und dafür habe ich diese Shoutouts auch genutzt. Hier zum Beispiel hat er mir einen Shoutout gegeben. Und das hat mir dann auf YouTube auch mal gut und gerne 10 neue Abonnenten gebracht. Dann kommen wir zu den bezahlten Shoutouts. Die habe ich mir bei größeren YouTubern zu meinem Thema gekauft. Ja, und hier zum Beispiel hat er dann mein Freebie empfohlen. Und das hat mich ja nicht mal 100 Euro gekostet, hat mir aber ja circa über 100 neue E-Mail-Eintragungen gebracht. Also es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Und vor einiger Zeit hatte ich auch hier vom Leon zum Beispiel meinen YouTube-Kanal empfehlen lassen und das hatte mich nicht mal 50 Euro gekostet und mir über die Zeit auch circa über 50 neue YouTube-Abonnenten gebracht. Und man kann sich natürlich auch Shoutouts in größeren E-Mail-Listen kaufen, was sich auch sehr lohnen kann. Falls ihr aus irgendeinem Grund lieber Instagram machen wollt oder auch TikTok, weil euch das zum Beispiel leichter fällt, da funktionieren so Shoutouts und Kooperationen auch. Da habe ich euch neulich auch mal in diesem Video hier gezeigt, wie ich über Instagram Geld verdiene, über Stories und auch eben dann durch das Beantworten von Direktnachrichten. Oder wenn ihr mit YouTube richtig durchstarten wollt, dann habe ich die letzten Monate sehr viel Herz in mein 1000 YouTube-Abos-Training gesteckt. Da könnt ihr über den Link in der Videobeschreibung mitmachen, wo ihr mir dann Schritt für Schritt nachmachen könnt, wie ich von 0 auf über 1000 YouTube-Abonnenten gekommen bin und damit eben auch E-Mail-Adressen fürs E-Mail-Marketing einsammle und Online-Geld verdiene. Vielleicht nochmal zusammengefasst, mein Affiliate-Marketing ohne Reichweite würde ich immer wieder so starten, dass ich über Facebook-Gruppen und Shoutouts, meine E-Mail-Liste fürs E-Mail-Marketing aufbaue und eben meinen YouTube-Kanal, weil das sind eben die beiden Reichweiten, die mir persönlich die meiste Affiliate-Provision bringen. Und ohne Reichweite heißt übrigens nicht, wenn ihr irgendwie 100 Abonnenten habt, weil ich habe unter 100 Abonnenten auch schon Provisionen verdient. Weil wenn man da denkt, man müsse noch warten und es lohnt sich noch nicht, dann verschenkt man sehr viel Potenzial und Geld, solange man den Leuten weiterhilft und sie halt nicht nervt.
Für noch mehr solcher Tipps und Tricks, um mit Affiliate Marketing online Geld zu verdienen, schaut gerne in unsere Playlist dazu rein. Die verlinke ich euch auch beim i und in der Videobeschreibung. Da habe ich hier im letzten Video zum Beispiel auch mal gezeigt, was ich meinem 18-jährigen Affiliate-Ich raten würde. Ja, dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Ciao.